Hey. Ja. Finish it. I wanna see, wanna see, wanna see you. Unsere Gäste hier im Studio, sie kommen vom Talk-Projekt und hier im Studio sind Kabu, Bubbling Stars, Lenzio, Anas, Marina und Carmela. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank, dass wir da sind. Hi. Dann machen wir mal eine Runde am Anfang. Wir wollen euch kennenlernen. Wen haben wir eigentlich gerade hier? Wie heißt ihr? Wer seid ihr? Und wie seid ihr zum Projekt gekommen? Und was macht ihr dabei? Vielleicht fangen wir hier von meiner Seite aus gesehen von rechts nach links an. Carmela. Mein Name ist Carmela. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin schon seit 5 Jahren im Talk-Projekt und bin seit 2 Jahren Captain. Captain, was heißt das? Also wir helfen den Coaches. Marina. Hallo, ich heiße Marina, ich bin 19 Jahre alt und ich bin jetzt 3 Jahre im Talk-Projekt. Ich komme aus Griechenland und halt, ja, ich tanze gerne und ich mag da den ganzen. Wie bist du dazugekommen? Wie hast du es mitbekommen? Also am Anfang habe ich was gesucht, um so meine Freizeit zu machen halt und habe eine Freundin gefragt, die hat gemeint, es gibt so ein Tanzprojekt und bin ich da so einmal zum Schnupper und hat es mir richtig gefallen, habe da angefangen. Wir machen weiter in der Runde. Anas ist Künstlername aber, oder? Nee, das ist mein dein echter Name. Beides. Ja, mein Name ist Anas, ich bin schon 19 Jahre alt geworden, seit einem Monat. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Okay. Und ich bin seit 3 Jahre in Deutschland. Ich mache gerade Abi. Ja, ich bin dazu gekommen wegen meiner Schwester. Sie war in VHS. Dann sie sind dazu gekommen, einfach präsentieren, was die machen und was, keine Ahnung. Dann meine Schwester kommt zu mir. Ja, du magst schon tanzen und sowas. Warum gehst du nicht und sowas? Dann habe ich gesagt, okay, ich probiere halt mal. Und dann hat mir gefallen. Seit 3 Jahren bin ich auch mit denen. Nee, ich bin seit schon 4 Jahre in Deutschland, ja schon. Ja, und ich mache gerade ein Abi in Allgemeine Bildungsgymnasium. Das ist mein Leben. Dann kommen wir jetzt zur Sektion Hip-Hop und da haben wir jetzt Künstlernamen, gell? Mein Name ist Alessio, als Künstlername Lenzio und ich bin auch seit, muss ich nachrechnen, 2,5 Jahren beim Talk und bin auch Captain im Rap. Also auch wie Carmela schon gesagt hat, wir unterstützen die Coaches, also jetzt im Rap speziell schreibe ich halt mit den Leuten zusammen. Ja, ein Beispiel, einer aus Afghanistan, ich habe zusammen mit ihm einen Text geschrieben, halt die richtigen Worte gesucht, die passen und somit richtige Reime gesucht. Ja. Dann noch der Nächste im Bunde hier, Bubbling Stars. Mein Name ist Bab Karsidibe, Künstlername Bubbling Stars. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus Gambia und jetzt mache ich Afro-Dancehall, so viel Afro-Beat und Dancer zusammen mixen, das heißt Afro-Dancer. Und ich bin seit 3 Jahren beim Talk. Wie bist du dazu gekommen? Ja, so viel was Alancio hat schon gesagt, meine Betreuerin hat zu mir das gesagt, weil ich mache Singen und so. Und ich bin 2017 beim Talk gekommen und so. Wie war der Start dann damals? Ja, Start war ein bisschen schwer und so. Warum? Weil mit Schreiben und so bin ich früher nicht so gut. Aber jetzt, ja, ich bin gut jetzt. Ein bisschen so. Dann, ihr habt Coaches, ihr habt Captains und dann entsteht über die Jahre was. Kabu, du bist einer der Coaches, ja? Yes, genau. Ich bin einer der Coaches, ich bin der Rap-Coach, also wir haben im Prinzip, momentan sind wir ein Dreier-Team, das setzt sich zusammen aus Theresa, das ist unsere Tanz-Coach, Maria, die ist Mentorin bei beiden Workshops, ist sozusagen auch Coach, aber ist noch direkt im Kontakt mit den jungen Erwachsenen, Jugendlichen, nochmal verstärkt in dieser Position und ich als Rap-Coach und wie gesagt, das Team hat sich ganz gut ergeben und die Jahre gehalten. Ich bin jetzt im 6. Projektjahr, also generell sind wir mit Talk im 6. Projektjahr. Das heißt, es beginnt immer September und schuljahresbegleitend und endet Richtung Juli im nächsten Folgejahr dann sozusagen. Genau, und jetzt hier mit dem Team am Start.
Wie hat es alles angefangen? Du sagst, es gibt schon jetzt genau. Seit über 6 Jahren. Und also das Talk-Projekt hat eine ganz klare Historie und eine klare Haltung. Also es hat damit angefangen, dass ein schwarzer Jugendlicher in Reutlingen nicht in einen Club kam aufgrund seiner Hautfarbe. Weil er schwarz war, wurde ihm der Eingang verweigert zu diesem Club. Und das wollte er nicht mit sich machen lassen. Hat gesagt, dagegen will ich klagen. Das ist eine klare rassistische Handlung. Und hat sich umgeguckt in Reutlingen und hat gefragt, wer kann mir da helfen, was für Anwälte gibt's und wie kriege ich Recht, ja, wie kann ich die verklagen. Und hat da keine gute Hilfe gefunden und musste dann sich durchs Internet und durch telefonieren bis nach Berlin und hat dort Stellen gefunden, also Diskriminierungs-Rassismus-Beratungsstellen, die ihm geholfen haben dabei. Aufgrund des AGG, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, hat er es dann geschafft, auch diese Klage durchzuziehen. Und das Resultat von dem ganzen Ding war, dass dann das ganze Medienaufmerksamkeit bekommen hat und in Reutlingen dann die Frage gestellt wurde, warum musste der bis nach Berlin, warum gibt es hier keine Angebote für Jugendliche, die eine andere Hautfarbe, eine andere Ethnie oder sonst was haben, warum müssen die bis dahin? Und dann haben sich tatsächlich Organisationen gebildet und darunter ist das Talk-Projekt auch entstanden. Oder der ADES-TV, der mit ein ganz, ganz großer Kooperationspartner von uns ist. Also früher hieß das Netzwerk Antidiskriminierung. Und das Talk-Projekt ist ein Jugendkulturprojekt, was sich am Anfang explizit gegen Rassismus, aber mittlerweile im weiteren Bereich gegen Diskriminierung aufgemacht hat. Also unser Anspruch ist wirklich, mit den jungen Erwachsenen, Jugendlichen Kunst zu machen, ihnen eine Stimme zurückzugeben, die von der Gesellschaft ihnen abgesprochen wird auch, wo die Gesellschaft ihnen sagt, ihr seid weniger wert wegen anderer Hautfarbe, wegen anderen ethnischen Hintergründen und sonst was oder Behinderungen. Also wir haben auch Leute, die eine Behinderung haben oder so. Und das findet im Franz K. jetzt statt, weil wir dort einfach es geschafft haben, mit einem Top-Team, was uns da unterstützt, Räume zu ermöglichen für die Jugendlichen, wo sie sich halt frei entfalten können. Du bist von Anfang an dabei. Wie kamst du zu dem Team? Ich wurde tatsächlich vom Ari Chicago aus Tübingen, ein sehr krasser Rapper und DJ und Hip-Hop-Aktivist, empfohlen. Also der war ganz kurz dort und hat das zeitlich nicht gepackt und hat mich vorgeschlagen. Ich konnte überzeugen und bin dann da reingewachsen tatsächlich. Und mittlerweile ist das ein Herzensprojekt. Also es ist jetzt nicht irgendein Job oder so, sondern es ist halt eine Berufung. Also eigentlich das Krasseste, was ich hier gemacht habe. Hast du davor schon Erfahrung gehabt mit dem Thema Antidiskriminierung? Ja, oder? Eher mit dem Thema Rap-Workshops und halt durch den Hip-Hop bis zu generell in der Community, die eher migrantisch geprägt ist. Und da habe ich früher schon so ein paar Rap-Workshops gegeben, über tatsächlich in Tübingen. Also ich bin selber Tübinger. Und das Thema Antidiskriminierung hast du dir dann da angeeignet oder wurdest du dann auch gecoacht? Ja, also wir haben auch natürlich von außen Ressourcen und Fortbildungen, die wir besuchen. Das ist auch ein großer Anspruch bei unseren Captains mittlerweile, also unseren Co-Coaches, dass wir das Wissen zu Diskriminierung, zu Othering, wie man auch sagt, oder eben zu diesem ganzen Klassismus, dass wir da zu Fortbildung gehen, dass Leute, die nochmal ein extra Wissen haben, uns auch weiter coachen, damit wir da vertieft reingehen können und die Hintergründe haben. Wie ist es in eurem Alltag vom Thema, wenn ihr Rap-Workshops habt, wie viel Inhalt quasi zum Thema Diskriminierung oder so kommt da zur Sprache? Vielleicht jetzt an euch, an die Jugendlichen oder auch an die Coaches? Also es wird eigentlich oft aufgenommen. Wir haben auch viele Leute, die hier geflüchtet sind. Und da wird es eigentlich oft bearbeitet, aber eigentlich nicht immer. Manchmal geht es auch um Feiern, Spaß haben und sowas. Also aber es ist auch ein wichtiger Teil, ein wichtiger Background, der in den Texten einfließt. Also das wird dann auch direkt miteinander verzahnt dann auch, ja? Ja, also wenn es der Person wichtig ist, und das ist es oft dann schon. Und gibt es da eine bestimmte Form dann von Ansprache oder ist es eher so, mal kommt es auf den Teppich und dann mal nicht? Oder gibt es da immer so regelmäßig wiederkehrende Geschichten zu dem Thema? Also ich denke, da alles startet irgendwie erstmal damit, dass die Gruppe total divers ist, also total verschieden. Also viele Nationalitäten gemischt, Leute, die seit Kurzem in Deutschland sind, Leute, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Und dass wir dort probieren, einen Raum zu gestalten und, denke ich, auch erfolgreich schaffen,
wo wir einen Respektgedanke haben. So, da beginnt eigentlich das ganze Thema, ohne dass wir die ganze Zeit darauf zeigen, hey, wer wurde wie diskriminiert, wer hat was erfahren. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch der sogenannte Points-Bit. Das ist eine Besprechung, die wir jedes Mal vor den Workshop-Starts machen. Da erzählen wir so die Top und Flops der letzten Wochen. Und da kommen dann schon immer wieder auch Themen auf. Weitergehend ist dann, denke ich, so, was wir auf die Bühne bringen. Weil das Ziel des Projekts ist natürlich, eine Community zu sein, eine Gruppe, einen Respekt zu haben, einfach zusammen Selbstvertrauen zu kriegen, aber auch eine große Show ist auch ein großes Ziel. Also ein Ausdruck, sich stark zu machen, zu zeigen, hey, wir sind nicht weniger wert, wir sind sogar krass mit dem, was wir machen, wir haben was drauf, vielleicht sogar mehr oder einiges mehr als die uns sagen, das wäre nicht so. Was passiert bei euch? Wie läuft so ein Pointsplit ab? Also erstmal begrüßen wir uns alle, dann setzen wir uns in einen Kreis und dann eben fängt einer an zu erzählen, wie die letzte Woche war und sagt ein Pro und ein Kontra, also was Gutes und was Schlechtes, was passiert ist in der Woche und so geht es dann die ganze und dann kann es halt auch passieren, dass es mal eine Stunde geht. Also da kommen manchmal echt krasse Geschichten und dann dauert es auch lange. Könnt ihr ein Beispiel geben? Was gab es neulich mal? Also zurzeit ist es ganz viel Schulisches. Also weil wir hatten jetzt zwei Abiturienten, die haben jetzt ihre Prüfungen geschrieben oder einfach auch, was in der Familie passiert. Also da will ich jetzt kein genaueres Beispiel sagen, aber halt da kommen echt krasse Sachen, ja. Und ihr könnt da offen und ehrlich zueinander sein? Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt wirklich wie eine Familie und da fühlt man sich echt sicher und da gibt's auch, also eben Theresa oder Maria jetzt im Tanzworkshop, so Ansprechpartner, wenn man das jetzt nicht in der großen Runde sagen will, weil das vielleicht etwas bisschen, also wenn es ein bisschen persönlicher ist, kann man auch einfach so zu denen gehen. Aber so in der Runde tun wir uns eigentlich schon echt vertrauen, ja. Wie kommt ihr zu euren Choreografien? Wie entstehen die? Also am Anfang tut Theresa hat meistens Theresa Choreos, die sie uns dann beibringt. Und dann kommen wir in eine Phase, da tun wir unsere eigenen Choreos erfinden, also dann unsere Solo-Auftritte sozusagen. Und da tun wir halt in kleinen Gruppen zusammen Choreos erfinden oder auch, wenn man zu Hause ist und eine Choreo erfunden hat, kann man das auch einfach zeigen und der Gruppe beibringen, ja. Worauf legst du da Wert drauf? Was ist dir wichtig am Tanzen oder beim Choreografieren? Man guckt halt immer die passende Musik, also passt die Musik, habe ich Bock da drauf, fühle ich die Musik auch und dann, das kommt halt einfach, dann wenn man die Musik fühlt, kommen die Schritte, da tut man jetzt nicht, man tut schon manchmal so einen Plan erstellen, so zum Beispiel, wir gehen im 8-Takte-Mut und dann gucken wir, okay, bei diesem Takt, was können wir da für einen Schritt machen bei dem Takt und dann gucken wir halt auch, wie lang das geht, bis wann, ja. Gibt es da so eine Faustregel, zuerst Musik und dann erst Schritte oder kann man auch zuerst Schritte? Nee. Gibt's also nicht. Manchmal hat man irgendwie einen Schritt im Kopf und dann findet man Musik und dann denkt man, boah, das würde jetzt so gut dazu passen oder man hat ein Lied eben, das man so feiert und dann denkt man, okay, jetzt ich muss da Schritte drauf finden und dann geht das auch eigentlich ganz gut, ja. Und dann kann jeder und jede kann da alles einbringen dann auch. Das ist auch so eine offene Plattform. Ja. Ich habe hier Ideen. Ja, also wir sind ja eigentlich Hip-Hop, aber wir bringen auch viele andere Styles, also Dancehall, Reggaeton, keine Ahnung, ja. Gibt es da für jeden Musikstil auch den eigenen spezifischen Tanz? Kann man das so genau voneinander auch abgrenzen? Also zum Beispiel jetzt Hip-Hop ist ja eher, also kräftiger und sowas und Dancehall, das ist halt, das kommt ja aus dem Jamaika und da ist es halt wirklich sehr viel mit dem Körper und auch, also es gibt ja weiblichen und männlichen und jetzt beim weiblichen ist halt viel mit dem Körper und ja, also da gibt es schon Unterschiede, aber ich denke, man kann jeden Schritt überall verwenden. Ja, irgendwo passt es halt besser und irgendwo passt es weniger. Ja. Also ich finde auch, was Carmela gerade gesagt hat noch, also sie hält die Gruppe auch schon sehr stark zusammen mit Lisa, der anderen Captain. Also, ne, ich sehe da ziemlich krasse Sachen und wir von Rap sind immer sehr, sehr erstaunt und freuen uns immer total, wenn dann die Show kommt auch und dass dann alles gemixt wird, weil die Show mixen wir mit Tanz und Rap dann immer. Ja, ja, also, Marina. Ich erfinde gerne Choreos, weil manchmal so ich höre Lieder und so
ich mag das Lied sehr und dann denke ich, auf dem Lied muss ich eine Choreo erfinden. Und dann fange ich den gleichen Tag an, ich erfinde so 2-3 Schritte und vielleicht nächsten Tag wieder oder nächste Woche. Und ich übe es manchmal unter der Woche, damit ich es nicht vergesse. Gibt es einen guten Ort dafür oder hast du es dann am Kopfhörer oder muss es laut sein? Ja, muss es richtig laut sein. Ich bin in meinem Zimmer halt, ich höre Musik oder ja, ich sehe Musikvideos und wenn mir so ein Schritt einfällt oder die Musik halt richtig bei mir so liegt, dann fange ich so bis, also ich finde so eine bestimmte Stelle von dem Lied, wo ich richtig mag und dann fange ich an. Wenn man mit einem Schritt anfängt, dann kommt es irgendwie. Vielleicht bewege ich mich einfach so ohne Sinn und denke, oh, das war doch ein Schritt. Und dann, ich passe da ein. Und ja, ich bin mehr so Latino-Dance-Fan. Jetzt ist es aber so, dass im Rap ja oft auch selber sogar diskriminierende Inhalte vorkommen. Mhm. Und da geht es um, was weiß ich, auch im Dancehall gibt es homophobe Inhalte und so. Wie geht der mit dem um? Was ist da der Anspruch, wenn Jugendliche kommen, die erstmal vielleicht auch das übernehmen, was sie im Gangster-Rap und so hören? Dass das ja bei euch schätzungsweise ist, ist ja keine Plattform für sowas. Ja, also das ist natürlich eine Frage, die wird uns immer gestellt, ist auch okay. Also ich denke auch, dass wir damit zur Aufklärung beitragen können. Zuallererst finde ich es wichtig, das in der Gesellschaft zu verorten. Also nicht Rap ist explizit diskriminierend, sondern die Gesellschaft ist das. Und nicht Rap ist nur irgendwie Koks, Rolli, Gucci, was weiß ich, sondern das kommt erstmal irgendwo aus dem Kapitalismus und aus der Gesellschaft. Und natürlich gibt's Rap, was die ehrlichste Zunge der Musik eigentlich, also die wirklich am meisten raushaut, das auch am krassesten wieder. Und es gibt im Rap extrem viel, gerade im Deutschrap auch, super Rapper, also Namen wie Chefcat haben wir da, wir haben Namen wie Tua und wer nicht alles, die wirklich krasse Songs machen. Und trotzdem ist es so, dass das, was am meisten polarisiert, auf die Nummer 1 Charts geht. Also ein Capital Bra, ein 187 Straßenbahn, klar, die polarisieren am meisten und das ist auch das, was am meisten verboten ist für die Jugendlichen. Und die Hauptzielgruppe für Rap sind die Jugendlichen und waren es immer, auch für Hip-Hop. Und das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn das im Workshop aufkommt, dann setzen wir uns mit dem Thema auch auseinander. Wir wissen und wir sagen das auch, wir alle sind nicht diskriminierungsfrei. Also es wäre eine Lüge zu sagen, wir sind ja hier jetzt Top-Projekt, jeder ist frei von Diskriminierung und wir wissen, wir haben Jugendliche, die gerade aus Gruppen kommen, wo die Sprache sehr hart ist und die Geschichte sehr hart und da umso mehr die Sprache auch härter ist. Aber wir sagen, unser Anspruch ist in diesen Songs, die aus dem Talk-Projekt rauskommen, dass wir dahinter eine Message haben und dass die Message nicht falsch verstanden wird und dass wir es schaffen, mit diesen Songs live zu gehen, ohne dass sich irgendjemand scheiße fühlen muss. Aber wir geben keine direkten Verbote, sondern wir reden erstmal darüber. Und wenn die Jugendlichen dann sagen, hey, wir wollen trotzdem Battle Rap machen, wir wollen trotzdem die und die Aussagen, die auf dem Schulhof normal gang und gäbe sind, raushauen, dann sollen die das zu Hause machen. Aber im Talk-Projekt müssen wir das verstehen, da achten wir auf gewisse Sprache. So. Und da sind wir auch eine Gruppe und wir repräsentieren ja auch eine Haltung. Und das ist halt, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, den wir da ja, mitbegleiten. Toi, toi, toi für alle weiteren Auftritte, für eure Trainings und Tanzen, Rappen und alles drumherum. Abonniert uns noch bei Instagram, Talk Projekt.